Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Yay! Yeah! Wir sind kurz vor dem Mana-Baum, hoffe ich. Und wir haben beim letzten Mal den Donner-Mutanten besiegt. Und den Lavadrachen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Zwei Bosse in einer Folge. Wir machen Fortschritte. Wir haben schon die zweite Folge hintereinander. Mit zwei Bossen. Irgendwie sind die Folgen nur noch Bosskämpfe. Ja, gut. Also. Können wir ja nicht führen. Ey, Kristallkröten, weiter geht's. Ich muss noch ein Level erreichen, bevor wir den nächsten Boss erreichen. Dass die Designer sich dazu entschieden haben, hier das letzte Gebiet einfach einen Boss nach dem nächsten reinzuführen, können wir ja nicht führen. Ja, es ist ja auch nichts unbedingt Ungewöhnliches in irgendwelchen Spielen irgendwo. Bams! Ja, wenigstens müssen wir nicht irgendwie eine Schatzkarte sammeln, mit der wir dann eine neue Schatzkarte aufheben können, mit der wir eine neue Schatzkarte aufheben können, mit der wir dann ein Triforce-Teil sammeln können. Ja! Ja, das ist in Deutschland generell kein großes Problem, diese Aufgabe zu lösen. Weil sie da rausgenommen wurde in Deutschland, zum Glück. Ja. Um 100%. Aha. Das fehlt. Wunderbar. Beziehungsweise er ist ausgewichen. Ich habe den Sound gehört, dass er ausgewichen ist. Und ich habe mein Level erreicht. Kristallkröte ist übrigens konfus. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins nächste Bild. Wo wir auch schon den nächsten verdammten Tempel haben. Mein Gott, nochmal! Lass mich raten, besiegt den Drachen links vom Wald, um das Tor zu passieren. Das ist mein Text. Spielstand speichern. Ja, natürlich. Einfach nur, weil ich es jetzt bei jedem Tor gemacht habe und es dann auch hier tun werde. Gut, dann werden wir tatsächlich noch einen dritten Drachen bekommen. Was wird es für ein Drache sein? Ne? Wir hatten erst eine weiße Natter und dann einen Eisdrachen. Dann hatten wir das brennende Küken und dann den Feuerdrachen. Jetzt hatten wir den Donnermutanten. Was könnte jetzt wohl als nächstes für ein Drache kommen? Ich schätze mal der Lichtdrache. Na, ich schätze mal der Schlammdrache. Ich brauche hier unten ein bisschen Axtpower. Ich kann mich ja echt schlecht positionieren, weil die ganzen scheiß Büsche im Weg sind. Was ist das? Das ist ein Pilzkopf. Ja. Kann man aber ganz gut snipen von der Position, in der ich stand. Bams, besiegt. Meine Güte, kann man irgendeine aufhören, da Schutzaura drauf zu tun? Ich bin verwirrt, ich muss rückwärts laufen, um vorwärts zu gehen. So, das ist gestorben. Ja, das scheint immer noch ziemlich zu sein. Es geht, glaube ich, oben weiter. Das hier sieht nicht nach Weg aus. Ja, ach, das ist ein Spawn, natürlich. Weg hier. Der Pogepuschel gespawnt. Was? Das war ein Pogepuschel. Ernsthaft? Ja. Was? Der hat der ganz normale gelbe Pogepuschel gespawnt. Das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Jeez. Ich würde es versuchen, Schlammbomben einzusetzen gegen diesen Boss. Sobald er irgendwann mal wieder auf dem Bildschirm erscheint, mache ich das gerne. Das könnte effektiv sein. Solange lade ich mal bis Level 7 auf. Ja. Mein Gott, verstehen. Und ich schlage außerdem vor, hinter Sam zu bleiben. Hey, der macht eine Überraschung auf mich. Sogar sehr viel Schaden durch den Angriff gerade. Ja, ich glaube, du brauchst erstmal einen Mana. So, guck mal, wie viel du ihm abnehmen kannst. Vielleicht ist es ja mal ausnahmsweise mehr als eins. Ich bezweifle es. Wenn nicht, dann halt wahlen muss. Lonk. Achtung, Spannung steigt. Ich weiß nicht, sollen wir vielleicht mal gucken, wie viel MP Sam noch hat, dass er nicht lieber die letzte Walnuss bekommt? Ich habe noch 48. Das sollte reichen für den einen Boss. Ich wollte sagen, das sollte doch definitiv sollte ja hoffentlich reichen. Der letzte Boss sein, erstmal hier in dem Gebiet. Wenn danach nicht nochmal irgendeine Drachenart kommt oder der Finaldrache, was ich mal nicht hoffe, denn der Finaldrache ist hoffentlich der Mana-Drache, dann sollte es das hoffentlich mit Bossen gewesen sein. Und du kannst die Walnuss mit Leichtigkeit nehmen. Ja. Achtung. Aber ja. Sehr schön. So, dann schauen wir doch mal, wie viel Schaden die Schlammbombe denn auch macht. Ist schon. Ja. Ja, ist schon. Ja. Sam, definitiv. Führe deinen Gedanken weiter. Ja, wir haben jetzt noch reichlich Elementare, die wir eigentlich noch bekämpfen müssen, also so drachenmäßig. Theoretisch ja, aber ich glaube, das reicht an Bossen, was wir uns gegenüber geworfen haben. Gut, was du meinst und was japanische Spieldesigner meinen. Vielleicht unterschiedlich zugegebenermaßen. Hey, der Zauberlevel ist gestiegen. Rocky erreicht. Und vor allem habe ich gerade seinen Blitzschlag abgewehrt. Das ist eine gute Sache. Ne? Kannst du ruhig häufiger tun. Schaden. Ich würde, wenn ich mir das aussuchen könnte. Nimm Schaden. Und lass dich nebenbei noch von unseren anderen Angriffen treffen, während du da rumhängst. Alex Zauberschwinde. Yay. Ich erzauber. Wahrscheinlich immer noch die Rätsel, wenn ich von dem auf heute drauf mache. Ist das ein Bildschirm gewesen? Scheinbar. Ich konnte es nicht auswählen. Okay. Entwürdig. Und deine Überraschung. Die Überraschung ist, dass er stirbt. Das war schnell. Das war eine Überraschung. Das war überraschend antiklimaktisch, der Kampf. Ich schätze mal, der Donnermutant wäre auch nicht schwerer gewesen, wenn er sich nicht andauernd unbesiegbar gemacht hätte, dass wir nicht anvisieren konnten. Ja. Ja, das war, glaube ich, einfach, wir wussten in etwa, wo wir hinschlagen sollten und ich habe tatsächlich ein paar Mal getroffen mit der Axt. Ja, ja. Und weiter geht's! Pring. So, was kriegen wir diesmal für einen Orb? Ein Bumerang-Orb. Bumerang-Orb, den okay, will doch keiner. Okay, der ist wirklich unnütz.
Ich glaube, das Geld werden wir nicht mal verschwenden. Nee. Ich mag den Boomerang zwar, aber... Der hat ja seit Ewigkeiten keiner mehr ernsthaft benutzt. Nee. Jetzt bin ich gespannt. Warte. Greif ihn mal nicht an. Es ist ein Zinnern. Was macht der gerade den Pogo-Pogo gespawnt? Das werde ich mir später mal angucken müssen. Okay, dann kämpfen wir uns hier mal durch. Also diese Spawner sterben doch schneller, als ich dachte. Wenn man sie einmal richtig erwischt, dann sind sie ziemlich tot. Ich vermute, wir waren einfach unter Level, dass wir das letzte Mal versucht haben. Das mag sein. Ich muss sagen, Peitsche Level 7 ist auch durchaus effektiv. 697 Schaden gerade. Na gut, man lädt ja auch eine Weile auf, um da hinzukommen, ne? Ja. Zinnern ist übrigens erledigt. Man muss uns mal wieder den Weg freihacken. In der Tat. Es ist so unpraktisch, wenn nur einer die Sachen zum Hacken hat. Ich wäre sowieso dafür, dass alle Sachen kaputt hacken können, aber... Ehrlich, auch meine Pfeile, das wäre cool. Hallo Freunde, den Spiel ist verspeichert. Also spätestens bei Pfeilen macht das keinen Sinn mehr. Und bei Lanzen... Ja, mit Lanzen kann man schon Sachen wieder mähen. Vielleicht. Ich glaube, wir haben unser Ziel erreicht. Hör mal, die Lanzen sahen teilweise beim Upgraden so aus wie eine Axt. Da können ja wohl auch Sachen wieder mähen. Kannst du mal aufhören, diesen schönen Moment zu holen? Nein. Danke. Wo sind wir hier? Schaut mal, da! Es da ist sehr, sehr präzise. Da! Der Mana-Baum! Den haben wir jetzt total nicht gesehen, weil wir hier ja nur eine riesen Aussicht auf nichts haben, außer diesem Baum. Und zwei Flüsse. Der ist immer noch sehr, sehr weit weg, der Mana-Baum. Springen wir da drüber, oder was? Ne, wir benutzen die Zingelballons. Das ist natürlich eine gute Idee. Endlich sind wir da! Jetzt können wir das Mana-Schwert reaktivieren! Nein, wir sind immer noch sehr weit weg, wenn wir das hier sehen. Es sei denn, du tust das Schwert an den Boomerang und schmeißt den Boomerang. Dann kommt das Ding auch wieder zurück. Perfekter Plan. Ja. Warum hast du es so eilig? Der Baum ist wunderschön. Ja, wir müssen ja auch noch dahin laufen, also was soll's. Spürst du auch diese magische Aura, Kevin? Ja, ich spür sowieso nichts von Magie, bla bla bla. Ja, und wie? Können wir jetzt weiter? Ich glaube, unser Kobold ist etwas hastig. Nicht streiten! Wir sind an einem heiligen Ort! Ehrlich. Wir haben fast unser Ziel erreicht. Nach einer anstrengenden Reise. Jetzt reaktivieren wir das Schwert. Dann zerstören wir die Mana-Festung. Und morgen dann erobern wir die Welt! ja. Ich meine, wer hält uns davon ab? In der Tat. Victor! Sarah und die Rebellen. Herrlich. Jetzt spürt ihr die Macht der Mana-Festung. Und wir haben das Gefühl, ich glaube, das hat jemand anders gesagt. Hey, sie zerstören den Mana-Baum. Hilfe! Nein, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Könnte Tantalus gewesen sein. Also ich wollte gerade ansetzen, als du mich unterbrochen hast. Ja, ja, klar. Irgendwie haben die nicht nur den Mana-Baum zerschossen, sie haben uns auch von der Klippe das gesamte Gebiet zum Mana-Baum rübergeballert. Die haben halt ein Vakuum erzeugt, das uns hingesogen hat. Davon ab. Alex, aufwachen. Bin wach. Hey, wir auch. Ihr nicht. Wo sind wir? Wo ist der Mana-Baum? Du stehst davor, schätze ich. Und was? Los. Nein! Alles umsonst! Das war Tantalus! Währenddessen blase ich meine Backe auf. Pummel! Und jetzt? Kevin macht ein schönes Gesicht und Sam macht sein übliches dramatisches Gesicht in die Kamera. Ja, gut. Haben wir das mal alles umsonst gemacht. Ist den Mana-Baum bis jetzt noch nie jemand zerstört. Boah, das ist cool, nicht Moon gebeamt worden. Ja. Alex, ich spreche zu dir. Ich, der Mana-Baum. Nein, der Mana-Baum! Ich schreit das. Ja, nachdem das Schwert schon mit mir gesprochen hat. Gut, dann halt auch der Mana-Baum. Schon bald verschmelzen alle Monster dieser Welt zu einer riesigen Kreatur. Nur der Mana-Drache kann diese Kreatur vernichten und somit Mana retten. Aber der Mana-Drache ist ebenso gefährlich, weil seine Kraft zu groß ist. Meine Güte, da hat die Evolution echt keinen sinnvollen Sachen hinterlassen. Also wirklich nicht. Wenn diese Kreatur und die Festung vernichtet ist, auch die Welt am Ende.
Betonung, Fragezeichen. Nur du kannst dieses Unheil abwenden, indem du das Mana-Schwert benutzt. Oder den Bogen. Oder die Lanze. Nur du kannst das tun, weil du der Letzte des Mana-Stammes bist. Eigentlich hätte dein Vater, der Ritter Arion, hier stehen sollen. Haben wir von dem schon mal gehört? Doch Arion ist bei einem Kampf mit dem Imperator ums Leben gekommen. Was eine Nulpe. Der Imperator war doch einfach nur irgendein Typ. Irgendeine Marionette, ja. Das war vor ungefähr 15 Jahren in der Nähe des Quelldorfs. Ich hab gedacht, wir wären selber erst um 10. Wahrscheinlich hat der Imperator auch noch Pogo-Puschel benutzt, um ihn zu töten. Hast du das alles verstanden, Alex? Du meinst, das Gespenst bei der Quelle war mein Vater? Ich find's lustig, wer... Oh, ich weiß, wie sein Vater gestorben ist. Durch Pogo-Puschel. Nein, der ist die Klippe runtergefallen. Weil der ist als Quenix-Charakter, kann keinen Fallschaden nehmen. Nein. Das ist ein Vater. Ach, wunderbar. Eltern können durch so ziemlich alles sterben, wenn sie die Eltern des Hauptcharakters oder anderer Hauptnebencharaktere sind. Ich hatte übrigens gerade erwartet, als der Baum fragte, hast du alles verstanden? Ein Ja und Nein. Ja, ich habe auch damit gerechnet. Und dass der Cursor standardmäßig erstmal auf Ja steht, damit man es auch definitiv nochmal hören muss. Ja. Ja, Alex! Dein Vater Arion. Ich war seine Frau. Und bin deine Mutter. Mein Vater war Dendrophil. Oh. Naja. Dein gut. Vater war also ein Nachtelf. Wir gehören zum Mana-Stamm. Die Frauen von uns werden zu Bäumen, die unsere Welt beschützen. Alter, deine Mutter ist echt alt. Aber wie... Gibt's denn nicht mehr Mana-Bäume? Gab's nur eine einzige Frau in diesem gesamten Stamm jemals in dieser Welt? Die Frage ist, wie alt ist dieser Baum? Oder wachsen die einfach instant Jahre. Zu gigantischen Bäumen hoch? Die werden wachsen instant. Ja, schon irgendwie merkwürdig. Ich bin verwirrt. Die Männer von uns tragen das Mana-Schwert. Wie viele Mana-Schwerter gibt's denn? Ja, das eine, aber die tragen das alle gemeinsam. Um gegen das Böse zu kämpfen. Es funktioniert wie in Force Wars Adventures. Ja. Du musst die Festung zerstören. Mana wird immer schwächer. Nun werde ich die Energie des Mana-Samens auf dein Schwert projizieren. Naja, oder so, ist ja völlig egal. Ja, dann projizier mal bitte. Schwert erreicht Maximum. Nein, erreicht Maximum! Nein, das ist nicht in All Caps das Rage. Das ist scheißegal, das ist Betonung. Mana-Baum, sagt Alex! Ja, deinen Namen darfst du nicht so laut sagen, wir dürfen uns keine kleinen Buchstaben aussuchen. Das stimmt. Ich war wohl keine gute Mutter. Du bist ein Baum! Für dich. Mama! Alter, das ist ein Baum! Bist du es wirklich? Sag mal, was hast du eigentlich geraucht? Oh, bitte! Ich frage mich, was unsere beiden Charaktere eigentlich währenddessen denken, stehen daneben. Was zum Teufel? Den fällt dazu gar nichts ein. Ich möchte einfach gehen. Jetzt wissen wir, was der Mann aber für Blätter hat. Hanf. Ja. Ja. Der ist verbrannt und wir hören merkwürdige Stimmen. Das hat einen deutschen Zusammenhang, oder? Schon fast eine logische Erklärung. Punkt, ja. Punkt, 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 Punkt. Mama! Heul doch. Tu ich doch. Sprich doch mit mir. Oscar-Leistung. Mami, bitte. Bestes Drehbuch ever. Hast du meine Mark? Alex. Meine Mutter. Punkt, Punkt, Punkt. Oh Mann. In der Tat. Ey, kannst du mal andere Leute mit deiner verdammten Peitsche vermöbeln? Vergiss diesen Baum. Wir müssen weiter. Alter. Schieß dir voll durch die Hüfte. Oh, wie ich solche Situationen hasse. Ach, jetzt kann sie mich schon nicht mal mehr angucken. Nee, nee, nee. Okay, ich glaube, ich habe mich beruhigt. Lasst es uns zu Ende bringen. Leere Sprechblase.
Victory Music. Ich darf meinen Vater und meine Mutter nicht enttäuschen, weder den Baum noch den Geist. So gefällst du mir, alte Socke. Alte Socke? Das sagt heutzutage auch kein Mensch mehr. Mein Name ist Alex. Stimmt, wenn ich nicht schon mit Hagen verlobt wäre. Der ist eh tot. Sieh's endlich ein. Schon ewig. Also wirklich, gehen wir jetzt endlich? Ja, auf in den Kampf! Hey, wir haben tatsächlich mal geschafft, mit drei Leuten einen Alle-Text zu reden. Das ist unglaublich, aber wahr. Oh, hey, wir dürfen uns bewegen. Tatsächlich auch wieder bewegen. Los, abpacken. Ja, ne? Hey, Mami! gut. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder vor dem Mana-Baum mit dieser schönen, siegreichen Musik, die im Hintergrund läuft. Bis dahin. See ya. Aloha. Ciao.